fürchte, das bedeutet nichts Gutes. Wir sehen uns später, Herr Petzold. Entschuldigen Sie mich bitte, ja? Aber um 2 muss ich spätestens zurück sein. Ich weiß nur eins, wenn du nicht mit Christine redest, dann wird nur alles noch schlimmer. Warst du in der Zwischenzeit bei Dr. Günther? Anane, das hat doch alles keinen Sinn so. Hör zu, wenn du nicht mit ihr redest, dann werde ich es tun. Kannst du mir sagen, was das soll? Das ist ein Brief von meinem Anwalt an dich. Ich glaube, er möchte, dass du in die Scheidung einwilligst. Meinst du nicht, wir sollten zuerst einmal darüber reden, bevor du die schwere Artillerie auffährst? Ich hab dir nichts mehr zu sagen. Aber ich dir! Ach, du tust mir weh! Was soll das? Noch ist Evelyn meine Frau, oder? Und ich wäre euch dankbar, wenn ihr uns einige Minuten lang allein lassen könntet. Nein! Bitte? Von mir aus kann jeder hören, was ich zu sagen habe. Diese Frau war ein seelisches und körperliches Wrack, als ich sie kennenlernte. Warum sie ausgerechnet mich heiraten wollte, habe ich bis heute nicht begriffen. Aber ich habe sie geliebt. Ja. Natürlich hat mir das keiner abgenommen. Auch du nicht. Du glaubst wahrscheinlich immer noch, ich habe dich deines glorreichen Namens und deiner paar Kröten wegen geheiratet. Aber so viel Geld gibt es gar nicht, dass es einer mit dir aushält. Schaut euch an. Versteht sie, diese egoistische Versagen? Bitte, das geht entschieden zu weit. Nein, lass sie nur, lass sie nur. Ich möchte euch nur bitten, sehr genau zuzuhören, weil ich würde das alles gerne vor Gericht verwenden. Gericht? Bist du verrückt? Was glaubst du wohl, was der Richter denkt, wenn er meine Seite der Geschichte hört? Was sollte ich tun, Herr Richter? Wenn sie nicht betrunken war, dann war sie im Tablettenschum. Oder beim Psychiater. 3 Selbstmordversuche. Ja? 1 Mordversuch. Naja. Sogar mit dem Küchenmesser ist sie auf mich los. Aber das ist noch nicht alles. Ich wollte Kinder, Herr Richter. Weil eine Ehe ohne Kinder, was ist das schon? Ich wollte einen Sohn. Ja, für uns, für mich. Damit ich weiß, wofür ich arbeite, Herr Richter. Sie hat ihn abgetrieben. Und nur weil er von mir war. Ja, nur hereinspaziert, meine Herrschaften. Das dürfen Sie nicht versäumen. Das ist einmalig. Das ist eine Sensation. Die Dame ohne Unterleib und der Mann ohne Herz. Bitte. Eigentlich bin ich gekommen, um dich zu bitten, wieder mit mir nach Hause zu gehen. Aber daraus wird hier wohl nichts. Schon gut, schon gut. Nani, du solltest schon längst in der Schule sein. Oh Gott, was soll ich denn tun? Nichts. Das erledigen die Anwälte. Störe ich? Alles schon gut. Alles schon gut, Nani. Nani, gut, dass du da bist. Ich weiß mir nicht mehr zu helfen mit Ihnen. Vor allem nicht nach den letzten Arbeiten, wo Sie doch ganz passabel abgeschnitten haben. 2 befriedigend, 4. Verstehe ich diesen eklatanten Ausrutscher nicht. Überhaupt nicht. Das ist eine glatte 6. Was mir die Kollegen von Ihnen sagen, das klingt auch nicht besser.
Wollen Sie nicht? Oder was ist? Ihre Begabung kann es nicht liegen. Aber vielleicht am Fleiß? Was meinen Sie? Kann ich jetzt gehen? Bitte. Aber sagen Sie Ihrer Mutter, dass ich Sie gerne sprechen möchte. Donnerstag um 11 Uhr, Herr Gesprächsstand. Ja? Ein Gespräch für Sie. Ja, danke. Es geht mich nichts an, aber ich finde, du solltest dich mehr um sie kümmern. Dann hört ihren eigenen Kopf. Was soll ich machen? Sie ist so verschlossen. So war ich auch in ihrem Alter. Konnte meine Mutter nicht ausstehen. Alles, was sie sagte, ging mir furchtbar auf die Nerven. Aber das vergeht wieder, hoffe ich. Aber du hast recht, ich sollte mit ihr sprechen. Anne, entschuldige mich einen Augenblick, aber das wird Mutter sein. Ja, ja. Johanna, bitte. Ja? Ja, stellen Sie durch. Hallo, Mutter. Jetzt gleich? Du, das wird schlecht gehen. Ich muss noch nach Hamburg. Wir sehen uns sowieso am Abend. Ja, 8 Uhr. Tschüss. Findest du das klug? Ich meine, die Guldenburgs wieder aufeinander loszulassen. Du, das muss sein. Das ist eine Entscheidung, die ich nicht allein verantworten kann. Die Bank aufzugeben. Mal sehen, was Frau Balbeck zu sagen hat. Na, deshalb fährst du nach Hamburg. Ja, wir treffen uns auf neutralem Boden. Vorher möchte ich allerdings noch zum Friseur. Ich möchte nicht aussehen wie eine Landpomeranze. Also dann fahr. Aber überleg dir das mit Nane, bitte. Sag mal, was ist da? Irgendwas ist doch, oder? Nein, nein, nur... Sie tut mir leid. Sie wirkt so alleingelassen. Lass mal meine Tochter meine Sorge sein, ja? Und kümmere dich mal auch ein bisschen um mich. Ich bin auch allein. Und ich brauche nämlich deinen Rat. Ich komme damit nicht weiter. Und das ist schon der dritte Versuch. An die? Ja, an die. Wie schreibt man an die Geliebte seines Mannes? Warum schreibt man ihr überhaupt? Also, komm mal bitte und lies, ja? Sehr geehrte Frau Di Angeli, sehr geehrte. Sie dürfen mir glauben, dass es mir nicht leicht fällt, diesen Brief an Sie zu schreiben. Noch vor ein paar Wochen wäre es mir unmöglich gewesen, aber nun, da ich weiß, in welcher unglücklichen Lage Sie und Ihr Sohn sich befinden, möchte ich Ihnen die Hilfe, die Sie bei uns gesucht haben und die Ihnen verweigert wurde, nicht versagen. Wie man auch immer über diese Affäre denken mag, eines habe ich erkennen und mir eingestehen müssen. Wenn ich mit Martin so lange leben konnte, ohne etwas zu bemerken und ohne das Gefühl zu haben, dass mir etwas fehlt oder genommen wurde, gestohlen wäre besser, dann müssen Sie ihm etwas gegeben haben, das er bei mir nicht finden konnte, und er Ihnen etwas, das ich nicht vermisste. Ich weiß, er hat mich geliebt und dass er auch sie geliebt hat, bezeugt ihr Kind. Martin hätte nie zugelassen, dass seinem Kind Leid zugefügt wird, und da er nicht mehr für ihn sorgen kann. Es geht ihm ganz schön an die Nieren. Ja und? Was meinst du, soll ich ihn abschicken? Das darfst du mich nicht fragen. Ich hätte ihr längst die Augen ausgekratzt. Ich bin keine Heilige wie du. Aber immerhin hat sie mir etwas geben können, das ich nicht hatte. Ja, ja, schwarze Unterwäsche. Entschuldige, es war blöd von mir, obwohl es meistens so ist. Warum machst du dir ständig Vorwürfe? Du bist eine tolle Frau. Und das da wirfst du in den Papierkorb. Auf den Müll der Vergangenheit, da gehört es hin. Du bist nicht verantwortlich für die Taten deines Mannes. Denk endlich an dich und deine Kinder. Wenn du dann noch was übrig hast, dann denk an mich. Ich brauche dich nämlich auch. So, und jetzt mach dich schön und kämpfe wie eine Löwin. Eine Bierbrauerin hat doch keine Chance gegen eine waschechte Gräfin. Unglaublich. Sind Sie sicher? Ich habe es mit eigenen Ohren gehört und meine Frau auch. Sie wollen es an die Presse geben? Ja, an die Presse.
Genau da muss es hin. Bitte halten Sie mich da raus. Ja, das tue ich. Sei vorsichtig. Jan ist gefährlich, besonders wenn er reingelegt wird. Habgier macht leichtsinnig. Außerdem glaubt er, er legt mich rein. Thomas! Ja? Du verlangst ganz schön viel von mir. Oh, ich hab Angst. Ich auch. Aber das ist der Reiz an der Sache. Ohne Herzklopfen macht Gewinnen keinen Spaß. Wir werden gewinnen. Sind Sie unter die Vertreter gegangen? Ja. Dann muss ich Ihnen leider sagen, ich kaufe grundsätzlich nichts an der Haustür. Warten Sie es ab. Was haben Sie denn da? Eine Bombe? So was Ähnliches. Ich schlage vor, Sie setzen sich jetzt mal hin und hören sich das mal an. Bitte. Das ist rechts. Was soll der Unsinn, Guldenborn? Hören Sie da erstmal rein. Haben Sie das Geld? Natürlich. Ist interessant, nicht? Und Lauritzen? Machen Sie das weg. Warten Sie es doch ab. Gleich werden Zahlen hinein. Dann machen Sie das aus. Ach. Wo haben Sie das her? Ach, dieses Gerät, das kriegt man in jedem Kaufhaus. Ich meine die Kassette. Die Kassette, dieses Musterexemplar. Leider um einiges teurer für Sie. Sie wollen mich erpressen? Ich bin nur unter die Vertreter gegangen, wie Sie eingangs ganz richtig erwähnten. Ich vertrete meine Interessen. Sehr witzig. Und die wären? Ich bin daran interessiert, dass ich das Geld, das ich dank Ihrer Manipulation verloren habe, in voller Höhe von Ihnen ersetzt bekomme. Ach, Sie schlagen mir ein Geschäft vor. Und was bekomme ich? Diese Kassette, für die ich auf dem freien Markt einiges verlangen könnte und auch kriegen würde. Ja, und dieses Paket wertvolle Aktien, mit denen Sie mich reingelegt haben. Aber Sie wissen doch genau, dass diese Aktien wertlos sind. Ist richtig. Heute sind sie wertlos. Aber Sie erinnern sich, vor 2 Monaten stand die Aktie noch bei 218. Und genau das werden Sie mir dafür bezahlen. Aber das sind doch mindestens 20 Millionen 16.000. Sie gehen ganz schön ran, Guldenburg. Und die 16.000 vergessen wir. Aber 20 Millionen finde ich einen fairen Preis. Wenn man bedenkt, dass sonst Ihr 200-Millionen-Deal mit Offenbach von der Presse verhackstückt wird. Ich finde es ein günstiges Angebot. Sie sollten zugreifen. Vor allen Dingen, vielleicht steigen die Aktien ja mal wieder. 1, 2 Jahren oder so. Wäre alles bestens. Ich warte. Aber wer sagt mir denn, dass Sie nicht noch so ein mieses Exemplar im Ärmel haben? Niemand.
bin zwar ein leidenschaftlicher Spieler, aber kein Krimineller. Apropos, wer sagt mir denn, dass Sie nicht, sobald ich diesen Raum verlassen habe, die Bank anrufen und den Scheck sperren lassen? Niemand. Ich bin zwar kein so cleverer Spieler wie Sie, aber als Geschäftsmann. Seriös. Er hat. Und wir haben. Ja. Hoffentlich geht das gut. Und wenn er den Scheck sperren lässt? Ich vertraue ihm. Er ist ein seriöser Geschäftsmann. Waren seine eigenen Worte. Du bist wahnsinnig. Soll alles weg? Alles. Das ganze Zeug. Ich brauche Platz. Das auch. Das. Und das. Und jetzt besorgen Sie Champagner. Champagner? Ja, schauen Sie nicht so. Wir haben was zu feiern. Was würden Sie zum Beispiel sagen, wenn Ihnen jemand, den Sie auf den Tod nicht ausstehen können, eine Pistole an den Kopf hält, abdrückt und dann merkt, dass er sich in den eigenen Kopf geschossen hat? Also ich finde, das ist ein Grund zum Feiern. Na, dann holen Sie sich auch ein Glas. Und damit bei Ihnen auch ein bisschen Freude aufkommt, wie wäre es mit einer Gehaltserhöhung? Sagen wir 300? 300? Gut. 500. So. Und jetzt? Prost. Prost. Herr Deichmann, gut, dass Sie da sind. Was gibt's denn? Sie sind ja richtig aufgekratzt. Setzen Sie sich schon, sonst haut sie es von Ihren Füßen. Also, was würden Sie sagen, wenn ich Ihnen hiermit die Opposition ans Messer liefere? Ich würde sagen, fantastisch. Fantastisch. Ich weiß das aus sehr verlässlicher Quelle. Dieser Parteisekretär Offenbach steht bei den Wahlbecks auf der Gehaltsliste. Und wissen Sie weshalb? Die Wahlbecks planen, aus dem Guldenburgpark einen Chemiepark zu machen. Und dieser Offenbach soll alle Förderungsgelder dafür beschaffen. Also, wie finden Sie das? Vergessen Sie es. Was? Carina, das ist höhere Politik. Außerdem habe ich den Wahlbecks unsere Unterstützung zugesagt. Frau Wahlbeck? Ja, Frau Wahlbeck. Einen unserer besten Anzeigenkunden. Also, bitte halten Sie sich an die Strategie des Verlages. Verstehen Sie doch. Sie möchten diese Angelegenheit unter den Teppich kehren. Aber das ist doch ein Politiker, der sich bestechen lässt. Offenbach ist doch nur ein ganz kleiner Fisch. Der ist doch nicht eine Schlagzeile wert. Dann bestimmt. Bestimmt ein anderer Verleger, der daran interessiert ist. Und auf jeden Fall. Mit Sicherheit. Die Guldenburgs. Carina, wollen Sie wirklich unsere guten Beziehungen opfern für einen Offenbach? Offenbach? Nein, nur für mich. Für mich selber. Ich bin Journalistin. Und das werde ich auch bleiben.
Gräfin. Ich freue mich, dass wir beide uns endlich an einen Tisch setzen. Wo es doch familiäre Bindungen zwischen uns gibt. Was meinen Sie? Ihr Sohn Thomas und Kitty. Wir hätten uns einige Umwege ersparen können, wenn wir die Angelegenheit von Anfang an zusammen gelöst hätten. Ja, an mir lag es nicht. Sie haben sich ja bedauerlicherweise an Herrn Lauritzen orientiert. Darf ich Sie zu etwas einladen? Gern. Ein Guldenburg, bitte. Ja. Zwei Guldenburg, bitte. Gerne. Sie sind nervös? Ja. Für Sie ist es ein Geschäft wie viele andere. Aber für uns ist es eine Existenzfrage. Da haben Sie allerdings recht. Deshalb konnte ich auch nicht verstehen, warum Sie uns so lange die kalte Schulter gezeigt haben. Ihr Mann war da weniger zimperlich. Mein Mann hat es Ihnen aber bestimmt nicht so leicht gemacht wie ich. Das wird sich erst herausstellen. Trinken wir auf den Sieg der Vernunft. Meines können Sie wieder mitnehmen. Vielen Dank. Was können wir für Sie tun? Nach reiflicher Überlegung und auf Anraten unserer Bank haben wir uns entschlossen, Ihr Angebot anzunehmen. So, haben Sie. Sie wissen, dass wir mit dem Industriepark, dem Guldenburgpark, kurz vor dem Abschluss mit der Landesregierung stehen. Ja. Und? Sind Sie bereit mitzumachen? Das hängt von unserem Familienrat ab. Familienrat. Sie wissen, dass ich Ihre Bankanteile nur zu einem so hohen Preis abnehme, wenn auch Sie mir entgegenkommen und das Industrieprojekt mittragen. Ich könnte Ihre Ländereien, sagen wir, mit 40 Millionen bewerten. Moment, Moment, so weit sind wir noch nicht. Wenn ich Sie recht verstanden habe, dann möchten Sie einfach alles. Ja. Die Situation hat sich geändert. Ihr Mann konnte noch Bedingungen stellen. Aber Sie werden unsere akzeptieren müssen. Ja. Es sieht wohl so aus. Gräfin, ich war genauso alt wie Sie, als mein Mann starb. Man hat mir auch nichts geschenkt. Ihnen wird es nicht anders gehen. Aber wenn ich Ihnen einen Rat geben darf, sagen Sie nie bitte, wenn Sie etwas erreichen wollen. Nehmen Sie sich's. Gräfin, ich muss Sie dringend sprechen. Allein. Entschuldigen Sie uns für einen Augenblick. Ich möchte bitte bezahlen. Ich muss gehen. Gräfin, Sie entschuldigen mich. Du weißt nicht, was du willst. Das ist dein Problem. Nicht ich. Sag ich ja, ist es nichts. Sag ich nein, ist es auch nichts. Also, was willst du? Dass du mich in Ruhe lässt. Gern. Aber es ist ja auch mein Kind, nicht? Ich spreche jetzt mit meiner Mutter. Gut, ich komme mit. Nein! Also für das Abendessen wäre dann alles fertig. Mein Mann hat mir geholfen. Ist Sascha schon da? Nein, aber er hat angerufen. Er müsste jeden Moment hier sein. Bringen Sie mir dann bitte vorher noch eine Tasse Tee? Ja. Mama, hast du einen Augenblick Zeit? Ich muss mit dir reden. Aber natürlich, warum denn nicht? Du weißt, für dich habe ich doch immer Zeit. Tobias! Verschwinde! Mama, sag ihm, er soll gehen. Entschuldigen Sie, Frau Gräfin, aber
Das, was Nanni Ihnen zu sagen hat, das geht auch mich an. Nanni und ich, wir... Ich bekomme ein Kind. Nein, bitte sag, dass das nicht wahr ist. Das kann ich leider nicht. Entschuldigen Sie, Frau Gräfin, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Frau Kröger, aber ich weiß es. Gratuliere. Wir werden Großmütter. Nane! Tobias! Sei doch nicht so kindisch, mach auf, Nannerle. Nanne, ich komm schon zurecht und du verstehst ja sowieso nicht. Aber eine Chance könntest du mir wenigstens geben. Ich kann jetzt nicht. Dann schließ die Tür wenigstens nicht ab. Keine Angst, ich tu mir schon nichts an. Das besorgen die anderen. Ich will dir doch nur helfen. Das glaub ich. Schnell und praktisch. Ich rede mit dir. Tobias! Kannst du nicht hören? Tobias! Den Rollstuhl lassen wir hier stehen. Geht's? Mami, warum denkst du so nach? Habe ich dir nicht immer gesagt, man darf nicht lügen? Hm? Ja. Jetzt will Herr Deichmann, dass ich die Wahrheit verschweige. Und das ist fast so wie Lügen. Dafür lasse ich mich nicht bezahlen. Vielleicht verlieren wir unser Haus. Mami, auch mein Kinderzimmer. Was sollen wir jetzt tun? Sag du's. Frag doch Onkel Max, der hat bestimmt eine Idee. Meinst du wirklich? Mhm. Onkel? Max? Ja. Darf ich? Was machen Sie denn da? Ach, Herr Balbett war so nett und hat schon Champagner ausgegeben. Wir feiern. Ich sage dir, du glaubst nicht, was passiert ist. Während du nämlich mit der Gräfin diniert hast, hatte ich ein kleines Duell mit dem Herrn Graf. Das Telex aus Frankfurt. Stell dir vor, er wollte mich erpressen. Und du ahnst gar nicht, was er von mir verlangt hat. Entweder ich kaufe ihm die in seinen Augen völlig wertlosen Aktien ab, oder er hängt Offenbach an die große Glocke. Sein Pech war,
Ich hatte die besseren Informationen. Hier, Mutter. Wir haben sie. Nichts haben wir, du Dummkopf. Unser Geschäft mit Offenbach steht morgen früh in jeder Zeitung. Wer sagt denn sowas? Deichmann. Er hat von einer Mitarbeiterin einen heißen Tipp bekommen. Er hat zwar versucht zu retten, was zu retten ist, aber es war zu spät. Oldenburg? Der hat ja nur einen Sack ohne Katze verkauft. Und wie viel hast du dafür bezahlt? Das habe ich auf jeden Fall nicht den realen Wert. Meinen Einsatz bekomme ich zehnfach wieder. Nichts bekommst du wieder, du. Du hast die Oldenburg saniert. Hier. Deine BFE hat Konkurs angemeldet. Nein. Was machen Sie denn da? Ich wollte nur... Entschuldigen Sie bitte, Frau Palbeck. Raus! Du siehst prima aus. Weißt du, gespannt bin ich auf Herthas Gesicht, wenn ich ihr den Scheck gebe. Sollten wir das Ereignis nicht etwas feierlich gestalten? Mit Champagner oder so? Unser Keller ist voll mit Champagner. Sag, wie spät ist es? 7:30. Ist gegangen? Ja, was hat das mit Deichmann zu tun? Ja, das weiß ich auch nicht. Es ging vor allem alles so schnell. Komm mal. Deichmann hat etwas mit ihr. Naja, das hat Achim jedenfalls erzählt. Ja, Bier und Zeitung? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Wenn du Bier weglässt und Industriepark dafür einsetzt, Onkel Max, ergibt das schon einen Sinn. Baalbecks brauchen nämlich die Presse. Aha. Soll das etwa heißen, dass Frau Baalbeck nicht mehr an unseren Bankanteilen interessiert ist? Aber das wäre eine Katastrophe. Ja, aber wenn sie kauft, dann ist es auch eine Katastrophe, oder? Schloss Goldenburg, wen möchten Sie sprechen? Carina die Angelika. Max von Goldenburg, bitte. Einen Augenblick, bitte. Herr Graf, Frau de Angeli möchte Sie sprechen. Entschuldigen Sie. Hallo, Carina. Max. Sie haben mir doch einmal gesagt, dass Sie mir jederzeit helfen würden, wenn ich Ihre Hilfe brauche. Ist was passiert? Steht Ihr Angebot noch? Ja, natürlich. Was kann ich tun? Ich muss Sie dringend sprechen, aber nicht am Telefon. Ich komme sofort. Der Familienabend muss leider ohne mich stattfinden. Max, dann willst du also diesen Abend lieber mit dieser Frau verbringen? Diese Frau, liebe Mama, hat sehr viel mit dir gemeinsam.
Sie ist klug und sehr stolz. Danke. Außerdem ist ihr Sohn auch ein Goldenburg. Ich habe ein bisschen Angst. Wovor? Dass du immer noch einen draufsetzen musst. Ach, als schwarze Schaf der Familie erwartet man nichts anderes von mir. Max? Ja? Bitte gib Frau D'Angeli diesen Brief. Mit ihr persönlich möchte ich noch nicht sprechen. Verstehe. Mach ich. Danke. Onkel Max. Hallo. Ihr beide kennt euch ja. Ja, natürlich. Schönen Abend. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind. Nehmen Sie Platz. Okay. Darf ich dich einen Moment entführen? $20 Millionen. Damit wäre der Fall wohl erledigt. 20 Millionen. Hast du denn das? Steht das nicht drauf? Deine Aktien. Sagen wir, ich könnte sie günstig an den Mann bringen? Oh, Thomas. Oh, Thomas, ich glaube, ich bin zu alt für solche Abenteuer. Ich weiß, es ist dir ernst. Goldenburg ist bei dir in guten Händen. Ja. Was ist denn? Freut sich hier denn gar keiner? Los, komm, Schwesterherz, komm!